Boah. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play von Minecraft Hardcore. Und ja, ich kreiere einfach Hardcore. Ja, hier gerade noch schreiben. Schreiben und reden ist sehr schwierig zeitgleich. Und ich werde ein Let's Play hier von Hardcore machen in Minecraft. Das ist einfach, ja. Ich lese mal kurz vor. Same as Survival Mode, locked at hardest difficult and one life only. Das heißt, so um es kurz zu sagen, es ist praktisch die ganze Zeit auf hart gestellt. Und wenn ich einmal sterbe, ist die Welt gelöscht und damit auch das Let's Play vorbei. Das hier soll aber erst um die erste Staffel werden. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob ich noch mehrere Staffeln machen werde. Ich schreibe erstmal Staffel 1 oben hin und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, und natürlich starte ich in der Eiswelt. Geil mit dem Riss. Geil, geil, geil. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich immer davon hier eine Folge, ja, herausbringen werde. Das ist, glaube ich, ein bisschen random, wann ich die herausbringen werde. Obwohl, ich will das auch nicht so random machen. Aber ich will das auch nicht täglich machen, weil täglich ist immer so, ja, das dauert dann immer so lange. Quatsch, Quatsch. Nee, täglich dauert natürlich voll lange. Ich meine, in der Zeit kann ich nicht so viel Folgen produzieren, dass es täglich rauskommt. Obwohl, ich muss mal gucken. Ich würde das mal entscheiden. Ich würde das wahrscheinlich auch irgendwo im Infovideo sagen oder so. Je nachdem auch, wie früh ich sterben werde oder wie spät. Ach ja, und mein Ziel ist es natürlich, den Ender Dragon zu töten. Das heißt, dass ich das auch vielleicht irgendwann schaffen werde. Was ich persönlich ein bisschen unrealistisch finde. Aber naja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. So. Und was ich natürlich vor der Aufnahme komplett vergessen habe, ist Musik anzumachen. Wie konnte ich nur ohne Musik starten? So, man hat wahrscheinlich gesehen, wie sich mein Mannequin die ganze Zeit bewegt hat. So. Aber das Problem ist, wir können auch den Hungertod sterben. Das heißt, wir müssen relativ schnell Nahrung finden. Mein Ziel ist es auch, ich darf nicht Strip minen und ich darf nicht, keine Ahnung, was darf ich denn sonst eigentlich? Boah, ich habe mir das Konzept vorher gar nicht überlegt. Ich darf keine Tiere töten? Ah, nee, das wäre scheiße, weil dann sterbe ich, glaube ich, sofort an Nahrung. Vielleicht mal jetzt auch ein paar Samen. Boah, aber der Riss da unten, ne, der wäre schon echt ganz schön awesome, please. Vielleicht am Anfang zu erkunden. Ich überlege gerade ein bisschen. Dauert bei mir in den meisten Fällen nur 3 Stunden. So, erstmal eine Workbench machen, das ist ja wohl klar. Jetzt mal eine Steinspitzhacke. So. Und Steinspitzhacke. Zack, schon ist fertig. Hier in Position 2 natürlich, meine Standardposition für die Spitzhacke. Und wenn ich jetzt hier runterfallen würde, ist hier unten schon Creeper. Fängt ja mega gut an. Bin sicher, das ist hier so ein Let's Play, da einfach mal um in die Hose zu scheißen. Also für mich, nicht für euch. Wenn ihr euch dabei in die Hose scheißt, ist mir das, ich möchte nicht egal sagen, aber schon relativ Wumpe. Wumpe ist auch das coolste Wort der Welt. Haben Wissenschaftler erwiesen. Was für ein Wissenschaftler auch sonst. So. Wie viel Stein farm ich denn jetzt so? 20.000? Ah, 20.000 ist ein bisschen wenig noch, ne? So. Mal gucken in die Schlucht. Nice, nice. Oh Gott, da sind ein paar Skelette gespawnt. Ja, super! Okay. Oh! Ich gehe mal wieder volles Risiko. Ein volles Met. So. Steinspitzhacke, zack, Holzspitzhacke, die brauche ich schon gar nicht mehr. Müll-Item. Was in des Wortes. Ein Schwert ist, glaube ich, jetzt erstmal ganz wichtig.
und Schaufel. Ja, und hier nochmal kurz zum Konzept. Ihr dürft das nicht falsch verstehen. Ich werde natürlich hier auch bauen. Nur werde ich mir damit, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit lassen und erstmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mich hochleveln, in Anführungszeichen. Also eben halt mir erstmal eine kurze feste Behausung bauen und ein bisschen Nahrung noch suchen. Das ist auch ganz wichtig. Ich muss unbedingt Tiere finden. Also, um es mal kurz zu fassen, das Bauen wird hier auch nicht zu, ja, zu wenig sein. Hoffe ich zumindest. Natürlich wird alles sicher gebaut. Das ist ja wohl klar. Wir können jetzt schon ein Bett machen, richtig awesome. Bam! Stirb, du Schaf! Alles klar, ich habe genug Nahrung als Problem. Und das wollen wir jetzt hier gerade lösen. Wäre schön, wenn ich noch ein paar Tiere finden würde, abgesehen mal von Schafen, weil die ja keine Nahrung bringen. Also nicht die anderen Tiere, sondern die Schafe. So, go, go! Was haben wir denn da denn? Ach, ich dachte gerade, hier wäre... Tintenfisch! Komm her! Tintenfisch! Stirb! Irgendwie ist das, sehr lustig. Ich habe auf meinem Kanal jetzt 3 Minecraft-Projekte gleichzeitig laufen. Also mit diesem hier, aber sonst nichts. Traurig, aber wahr. Oh, du zockst hier nur Minecraft, bist ja voll scheiße. So, auch ein bisschen Kohle schon gefunden. Also irgendwie beginnt der erste Tag recht gut. Um nicht zu sagen, fabulös. Ich müsste nur ein paar Tiere finden. Wie suche ich eigentlich im Dschungel nach Tieren? Weil ich meine, hier ist ja grünes Wasser und Tiere mögen kein grünes Wasser. Außer bei den Simpsons, dieser eine Fisch, der da 3 Augen hat. Der mag grünes Wasser. Lol. Lol. Scheiße. Egal, ich kann das ja rein technisch recovern. Ich muss da nur eben halt, ja, was soll ich sagen, volle Nahrung haben. Moment, müssen wir gerade nachgucken. Stört sein Hör. Okay, ne, ich habe wieder mal auf die Uhr geguckt. Ich weiß, ich sollte davon nicht immer labern, dass ich auf die Uhr gucke, aber macht der Gewohnheit. So, dann hören wir uns ja auch gerade ein bisschen den Deponia-Soundtrack an. Habe ich ja auch schon mal getestet. Könnt ihr gerne mal anschauen und liken und favorisieren und kommentieren und abonnieren und. Ach, was weiß ich. Masturbieren natürlich nicht vergessen. Macht ihr natürlich sowieso mal zu meinen Videos. Bah. Das ist irgendwie eine widerliche Vorstellung. Aber wisst ihr, was voll praktisch ist? Schon voll viel Kohle gefunden. Kohle, 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 tralala. Eine Neuinterpretation von Günther EP. Ah! So, sollte vorsichtiger sein, ich habe jetzt schon Leben verloren. Chicken! Ist mal schön ins radioaktive Wasser gegangen. So, sind hier noch mehr Tiere? Tiere. Was ist denn da? Das ist noch mehr LOL. Wie cool ist das denn? Da möchte ich irgendwann mal raufziehen. Nicht immer darüber gehen, über den Sand. Irgendwann bricht er dann ein. Das wäre so. So komme ich nicht, schade. Ein Tee. Sollte das sagen. Oder ist das eine Hand und hier reicht der Mittelfinger aus? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Scheiße, ich brauche langsam mal wirklich was zu essen. Ich habe nur eine Hähnchenbrust. Ich glaube, im Dschungel finde ich auch nicht so viel, in der Wüste finde ich auch nicht so viel Nahrung. Und ich will nicht schon in der ersten Folge an Hungersnot sterben. Nicht so wie die Kinder in Afrika.
Ich sehe aber auch keine Tiere. Sollte vielleicht auch nicht sprinten oder so, weil das kostet ja auch ganz viel Nahrung. Okay. Nicht fuck, zack, life, sondern fuck life. Life is a bitch. Also wenn ich jetzt gleich in der ersten Folge sterbe, dann wäre das aber echt peinlich. Das ist sowieso peinlich. Was haben wir denn hier? Ach, nichts. Wenigstens werde ich die erste Nacht überleben, weil ich ein Bett habe. Fuck, ey. Ist aber auch kein Tier, ne? Was mache ich denn da jetzt? Da unten. Warte, wo ist überhaupt der Spalt? Vielleicht kann ich ja da die Skelette töten. Wobei ich glaube, ich den Spalt nicht mehr finden werde. Oh, scheiße. Komm, ich baue mir erstmal hier einen Oven. Der Grills macht das übrigens auch so und dann grillt er da. So, damit rein und dann Kohle. Das kann ja auch schon mal ein paar Faggeln machen. Oder Fuggeln, wie ich sie ja auch gerne nenne. Jetzt komm. Okay. Oh, nicht E, sondern 4. Okay, es wird dunkel. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Ich werde sterben in der ersten Folge. Oh, oh, oh. Alter. Das war relativ knapp. Die Musik macht es, glaube ich, nicht besser. Scheiße, ich muss noch Tiere finden. Dort noch einen Samen. Ja, ein Schwein. Wo eins ist, sind andere nicht weit. Ich habe auch noch ein Schwein. Du Schweine. Was ist denn das hier? Ich hör's doch. Da! Ist hier wohl versteckt, ne? Bam, und auch im Gestrüpp war noch eins. Bam. Okay, damit habe ich schon mal 4 Steaks. Ich habe noch eins. Ist da noch eins drin? Ist das? Ja! Na, no, das bringt kein Fleisch. Scheiße. Ich soll jetzt noch gerade schnell einen Spalt finden. Und irgendwo hier in der Richtung war er. So Richtung Spawn. Alles klar. Läuft ja schon mal nicht schlecht. Wie kommt mir das hier sehr hell vor? Obwohl ich... Hallo, Minecraft! Wieso setzt sich immer auf Bright? Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich Minecraft anfange, ist es auf Bright gestellt. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen... bedrohlicher! Oh, lol! Alter, fick dich! Fick dich! Alles klar. Schnell mich zubauen. So. So, jetzt sieht man auch wieder was. Oh, jetzt mal schlafen gehen, ey. Alter, das war aber auch schon der erste Nacht. Der erste Tag erst. Erste Nacht müssen wir zum Glück nicht erleben. Immer noch mal Glück gehabt. So. Ich kann auch den Oven nehmen. Die Oven, die Doven. So. Oh. Alter. Ich hab auch nur noch 6 Leben. So. Ja, und das abbauen. Bett abbauen. Was, aber wenn du spawnst, dann brauchst du es doch wieder. Ja, weil ich dann auch noch lebe hier und dann die Bett auch noch existiert. Ich glaube, ich lasse das nochmal hier, falls ich irgendwann mal so schnell den Geheimversteck brauche. Sehe ich ein Schwein, aber auch ein Zombie.
Also das eine Schombe, das hat mir schon 3 Schaden gemacht bei einem Schlag. Voll übertrieben. Ich kann ja noch ein Steak reinpfeifen erstmal. So, jetzt muss ich eigentlich gleich ein bisschen live recovern. Ja, ich habe Leben zurückbekommen. Das ist sogar ein Ozelot. Das sind 2 Zombies. Mit denen werde ich fertig. Ja. Brennt, 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 brennt. Los, stirb! Stirb, stirb, stirb! Oh. Na gut, ich habe vergessen, Cut zu machen, deswegen habe ich euch bei diesem Video hier am Anfang nicht begrüßt und beim letzten nicht Tschüssi gesagt. Egal. Manchmal passiert sowas. Ach, oder wisst ihr was? Diese Folge war mal in Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. That's Hardcore, ne? Haut rein!